Ja, gute Frage. Ich habe einfach meine Freizeit jetzt so umgewandelt, dass ich nebenher noch arbeite. Ich habe das in Kapellen auch schon gemacht. Nur damals war ich noch nicht wirklich Profi, aber es lässt sich eigentlich ganz gut verbinden. Ich bin froh, einfach mal auch ein bisschen den Kopf freizudrehen dann und nicht den ganzen Tag über Eishockey nachzudenken, wobei es dann oft auch wieder darauf hinausläuft, weil man dann eben auch in Gespräche kommt, wo es eben um solche Dinge geht. Ich mache mir natürlich Gedanken, wie es in der Liga aussieht, Zuschauerzahlen, weil es, glaube ich, doch für alle wichtig ist, für einen Sportler wie für den Fan, wie es weitergeht mit der Liga. Und wenn wirklich die Zuschauer wegbleiben sollten, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, ob ich meinen Sport weiter als Profi so betreiben kann, falls es irgendwann mal so sein sollte. Deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass sich viele Leute da Gedanken drüber machen, aber es sollte natürlich auch mal so sein, dass einfach mal was passiert und nicht immer nur darüber geht.